Carlo, im Frühjahr bringt Scorpio den Mantis 2 raus. Was sind die Highlights? Die Highlights bei Mantis 2 sind personalisierte Daten, biometrische Daten, die ins Rechenmodell mit einfließen. Das nennt sich Human Factor Diving? Richtig, Human Factor Diving. Wir verarbeiten nicht nur die Wassertemperatur, was sowieso einzigartig ist bei UVATEX Scuba Pro, sondern den Luftverbrauch, die Atemfrequenz, die Hauttemperatur und den Pulsschlag. Jetzt sind da noch zwei andere Sachen zu sehen. Was hat es damit auf sich? Wir haben eine neue Sendereinheit, die den Flaschendruck überträgt. Die es auch ermöglicht, dass der Tauchpartner schnell Zugriff hat auf grobe Daten des Flaschendrucks, grün, orange und rot. Für über 100 Bar, unter 100 Bar, unter 50 Bar als LED-Anzeige. Zusätzlich dazu haben wir unseren neuen Brustgurt, der nicht nur den Puls misst, sondern eben auch die Hauttemperatur, somit die Körpertemperatur, welche dann eben auch mit in die Rechnung einfließt. Neben den reinen Dekompressionsfunktionen bietet das Gerät Zugang auf selbstständigen Batteriewechsel, ebenso beim Brustgurt, genauso beim Sender eben auch. Wir haben bei dem Uhrencomputer selbstverständlich auch eine Kompassfunktion und zusätzlich obendrauf nochmal diverse Sportfunktionen. Schwimmen, Laufen, Hiking mit Entfernungsmessung etc.